Ja, hallihallo und ein wunderschöner guten Tag zu dir nach Hause. Schön bist du da, schön bist du beim Blumenmann eingetrudelt und ich habe gedacht, heute machen wir zusammen was Rustikales, aber trotzdem Elegantes und ich möchte gerne mit dir zusammen einen Türkranz, Wandkranz für Winter, Weihnachten formen. Ich habe hier einmal etwas trockene, aber wunderschöne Mierenstücke, Clematis auch genannt. Die findest du an feuchten Gewässern, an feuchten, moorigen Stellen. Und ich liebe sie und ich weiß nicht, ob du sie auch liebst. Wir haben jetzt da hier drin noch einiges an Laubblätter und so, aber nichtsdestotrotz können wir damit eine wunderschöne Winterdeko formen. Du siehst, wir legen das Ganze einfach sorgfältig ineinander, verkeilen unsere Äste zusammen und haben so relativ einfach und schnell einen schönen Kranz schon mal geformt. Ja, es geht wirklich schnell und einfach. Damit wir auch diese Nierenstücke gut zur Geltung lassen kommen, nehmen wir hier das Gröbste an Blätter einmal weg, einmal raus, so dass es wirklich auch anständig aussieht. Man kann natürlich mit Draht oder so das Ganze auch nochmals etwas fixer machen. Man kann aber problemlos auch ohne Draht hier arbeiten, wenn wir da wirklich schön alle Äste gut ineinander verkeilen. Ich nehme da nochmals ein schön langes Stück. So dass wir da unseren Kranz dann definitiv fertig haben. Damit wir unseren Kranz dann am Schluss auch aufhängen können, müssen wir dann einen Drahthaken machen. Man kann aber auch ein Band nehmen. Da musst du selber entscheiden, was du wie fixieren möchtest. So. Jetzt nehmen wir hier verschiedene Naturmaterialien in dieses Gefäß rein. In diesen Kranzaufbau rein. Ich nehme da mal so schöne Seidenföhre. Die können wir da wunderbar einfach hier reinstecken, reinlegen. Hier ist ganz wichtig zu sagen, die Seidenföhre trocknet natürlich dann mit der Zeit ein, aber die kannst du auch problemlos nächstes Jahr wieder auswechseln, wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte gerne meinen Kranz dann auch nächstes Jahr noch wieder hervorholen und schön dekorieren. Lichterkette geht natürlich immer ohne Problem. Das kannst du auch super gut machen. Du kannst so deine Haustüre, deinen Eingangsbereich einfach wunderschön dekorieren. Es ist manchmal ein wenig eine knifflige Angelegenheit. Manchmal geht es einfacher, manchmal ist es schwieriger, dass man da die Materialien wirklich schön in Szene setzen kann. Hier rein, in diesen Kranz, kannst du alles reinlegen, was dein Fundus, was dein Herz begehrt.
Tillandsia-Moos geht zum Beispiel auch wunderbar. Es geht zum Beispiel auch Filika wunderbar. Es gehen schöne Zapfen. Es geht wirklich alles. Ich habe jetzt da mich entschieden, dass wir diesen Winterkranz ein wenig in Weiß selber machen und natürlich grün und braun. Aber da können wir jetzt alle Materialien reinnehmen, wo uns im Angebot stehen. Zum Beispiel auch so schöner Asparagus gewachst. Geht auch super gut, eignet sich auch wunderbar für eine solche Kranzgeschichte. Auch hier legen wir einfach die Materialien schön ineinander, so dass sie dann auch nicht gleich beim ersten Windstoß auseinanderfallen. Wichtig ist, dass wir die langen Stiele immer schön dran lassen, so dass wir wirklich das Ganze auch gut ineinander verkeilen können. Nicht, dass wir da Angst haben müssen, dass irgendwas rausrutscht, sondern dass wir wirklich da schön schauen, was kommt rein und wie machen wir die Materialien rein. Es darf kein Ast einfach gerade in unserem Kranz drin liegen, sonst müssen wir immer Angst haben, dass dann dieses Teil auch gleich rausflutschen kann. Darum ist es wichtig, dass wir da wirklich schauen, dass da alles schön ineinander verkeilt ist. Als weiteres Element machen wir hier so wunderschöne Zapfen rein. Die können wir dann mit Draht angabeln. Und du siehst nun, nehmen wir diesen Draht, legen diesen Draht hier quer durch unsere Kreation. Ganz wichtig ist, dass wir beide Stücke, die da rausschauen, auch wieder unten reinlegen. Und so haben wir die Sicherheit, dass dann auch unser Kranz wirklich schön zusammenbleibt, weil wir ja so auch Draht in diesem Kranz drin haben. Nochmals schnell einstecken. Wichtig ist, dass wir da diese Drähte schön rings umlegen, abschneiden und wieder nach oben biegen. Dann ist immer wichtig, wenn wir solche Kreationen machen, dass wir auch Höhen und Tiefen haben. Also nicht, dass alle Materialien auf der gleichen Höhe eingelegt sind, sondern dass wir da wirklich darauf achten, dass wir da hoch und tief arbeiten, also dass sie da zum Beispiel diesen Zapfen einfach so schön unten ranlegen und dann wieder hochstecken. Nochmals, der letzte Zapfe, frag mich nicht. Immer wieder werde ich korrigiert von euch da draußen, weil ich irgendeinen Formfehler mache. Aber ja, ich bin Schweizer, ich spreche sonst eine andere Sprache und darum ist es manchmal für mich schwierig, dass ich da alle Fälle und alle Namen gut sage. Wir haben jetzt hier zum Abschluss noch so wunderschöne Sterne. Diese Sterne versetze ich mit üppig Heißkleber. Lege sie hier schön sorgfältig drauf. Und ganz wichtig ist auch wieder, wenn ich so einen Stern reinlege, dass ich ihn irgendwo runterdrücke und nicht einfach so auflege auf den Kranz, sondern wirklich schön einlege. Das ist das A und O. Nur so sieht dann dein Profikranz wirklich auch profimäßig aus. Winterkranz wie ein Profi machen, das war das Ziel und ich hoffe, du bist jetzt bereit, auch dein Winterkranz selber zu fertigen, selber Hand anzulegen und kreativ
zu werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Herzli und über eine positive Rückmeldung. Wenn es dir nicht gefallen hat, hoffe ich, dass du, wenn du das erste Mal hier beim Blumenmann mit dabei gewesen bist, dass du trotz allem ein Herz, einen Daumen nach oben und vielleicht mir das nächste Mal eine neue Chance gibst bei der nächsten DIY-Idee vom Blumenmann. So, für alle, ja genau, alle, die jetzt noch dabei sind, kommen wir noch zum Abschluss. Du siehst jetzt da hinten das Krüsimüsi mit allen Ästen und so. Wir nehmen nun einen Draht. Ich habe da einen vorbereitet. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn dann auch schnappen. Wie wir das positionieren wollen. Ich glaube hier oben, da ist die obere Mitte. Legen wir unseren Draht rein. Upsala. Legen die zwei kurzen Drähte schön rein, haben so den Aufhänger gemacht und so unsere Winterdeko-Idee für vors Haus, für an die Türe selber gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist bald wieder hier bei einem neuen Video vom Blumenmann mit dabei. Ja, und dann sage ich einfach wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Auf bald wieder, hier bei mir.